Hallo und herzlich willkommen aus dem Startplatz in Köln. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Lean Startup und Business Model Canvas. Und dafür ist der Daniel Bartel heute von Makeit da. Und genau, der wird uns jetzt ein bisschen was über die Bedeutung und die Anwendung der Begriffe erklären. Bevor wir loslegen, kannst du dich ja vielleicht einmal kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Daniel Bartel, ich bin bei der Makeit. Ich habe selber schon einige Sachen gegründet und immer wieder festgestellt, dass man mit dem klassischen BWL-Wissen, das ich damals aus der Uni hatte, nicht weiterkommt. Und deswegen habe ich aus den USA unter anderem das Startup-Handbuch mitgebracht, um einfach anders zu gründen, um viel effektiver und besser an die Ideen ranzugehen, die man so hat. Ja, gut. Wie würdest du denn jetzt zum Beispiel das Lean-Startup-Prinzip jemandem erklären, der da jetzt noch gar kein Hintergrundwissen hat? Also beim Lean Startup geht es darum, es ist erstmal ein Prinzip, ja, und dieses Prinzip versucht quasi mir die Leitplanken zu geben, damit ich, wenn ich eine Idee habe oder eine Produktidee oder eine Erfindung sozusagen und die in den Markt etablieren möchte, dass ich dort eben nicht rangehe mit den klassischen ökonomischen Mitteln, sondern eben sehr viel effizienter, dass ich wirklich sehr, sehr schnell ein Produkt an den Markt kriege und sehr schnell auch herausfinde, was eigentlich das Geschäftsmodell dahinter ist, nämlich ein tragendes und skalierbares Geschäftsmodell. Und das geht darum, wirklich die einzelnen Punkte zu validieren und zu überprüfen, ob das denn zusammengehört, was ich da gerne bauen möchte. Und was so an Eigenschaften, würdest du jetzt sagen, sollte ein Unternehmen oder ein Startup mitbringen, damit man jetzt das Prinzip erfolgreich anwenden? Also das wichtigste Prinzip bei Lean Startup ist erstmal ein Hypothesendenken, also ein Annahmendenken. Das heißt, ich sage jetzt nicht, das ist meine beste Idee, die ich jemals hatte, sondern ich sage, hey, ich nehme an, das ist die richtige Lösung für die Kunden. Und vielleicht gehe ich einen Schritt sogar zurück und versuche zu verstehen erstmal, was sind überhaupt die Bedürfnisse und die Probleme eines Nutzers. Das heißt, hier kommen dann auch Kreativmethoden wie Design Thinking so ein bisschen ins Spiel, wo ich dann versuche zu validieren, also zu verstehen, ist das denn auch wirklich so, was der Kunde hat? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte damals ein Startup, das nennt sich Autonetzer.de. Das war ein privates Carsharing-Unternehmen, also wo Privatpersonen ihre Autos vermieten an andere Menschen, so wie heute Airbnb, bloß eben für Autos. Den Zweitwagen kannst du dann einfach schnell vermieten. Und natürlich, was haben wir falsch gemacht? Wir haben direkt die GmbH gegründet, wir haben Kapital hinterlegt, wir haben extern programmieren lassen, die Plattform. Und nach einem Jahr sind wir endlich gelauncht, also gestartet an dem Markt. Wir hatten dann 1000 E-Mail-Adressen gesammelt und dachten, jetzt machen wir einen grünen Knopf und ganz viele Menschen kommen und kaufen das oder nutzen unsere Plattform. War natürlich nicht so. Also das erste große High-Erlebnis ist in dem Fall, okay, die Annahmen, die wir getroffen haben, sind nicht valide, sind invalidiert. Nämlich, es ist vielleicht gar nicht so interessant für jeden Einzelnen, dieses private Carsharing zu nutzen, sondern eben nur bestimmte spezifische Personengruppen. Ja. Also zurück ans Reißbrett sozusagen und dann neu überlegt, wer sind denn die richtigen Zielgruppen. In dem Fall natürlich nicht jeder verleiht sein Auto, sondern vielleicht sind es so eher die Charaktere wie zum Beispiel Peter Lustig, ja, so die Ökos zum Beispiel, oder auch die Studenten, die eben so ein Auto mieten. Ja, und letztendlich, das erste Prinzip wirklich ist dann wirklich kritisch zu hinterfragen und eben Hypothesen zu definieren und dann mit ganz, ganz schnellen und einfachen, günstigen Tests herausfinden, ob ich das, was ich anbieten möchte, nämlich die Lösung, ob die genau passt zu diesem Problem. Und das geht im Kern darum, wirklich Build, Measure, Learn, bauen, messen und lernen. Also einen Test zu bauen, ein Experiment zu bauen, dann eben messen, wie das Feedback ist und daraus dann quasi die nächste Stufe einzuleiten und nicht das ganz Große am Anfang bauen. Ja. Okay, jetzt hast du auch meine nächste Frage schon so ein bisschen beantwortet. Hast du vielleicht noch ein anderes Best-Practice-Beispiel für uns von einem Startup oder einem Unternehmen, die das Prinzip jetzt schon erfolgreich implementiert haben? Ja, also Car2Go zum Beispiel. Ja. Jetzt auch wieder in der Automobilindustrie, aber Car2Go zum Beispiel, die haben sehr, sehr früh angefangen, wirklich sehr, sehr minimalistisch vorzugehen. Mhm. In Ulm damals, auch im Buch beschrieben, dass sie wirklich hingegangen sind und versucht haben, erstmal zu verstehen, ob das Preismodell, was sie hatten, überhaupt sich lohnt, ob die Kunden das möchten. Da waren die Annahmen da, zum Beispiel, dass man 24 Stunden vorher reservieren möchte. Da war die Annahme da, dass man eine Strafgebühr zahlt, wenn man die Reservierung nicht in Anspruch nimmt. Da waren also viele Annahmen, die sie eben auch getestet haben. Also nicht nur das Produkt selber und nicht die Lösung, sondern auch das Geschäftsmodell. Und das ist das Nächste, was Lean Startup nämlich sehr gut kann. Es geht darum, das gesamte Geschäftsmodell zu verstehen. Ich habe ja 9 oder 10 Felder, je nachdem, was ich für ein Canvas nutze, habe ich eben verschiedene Punkte, die validiert werden müssen, wo ich einen grünen Haken dran mache. Umso riskanter meine Annahme ist oder mein Geschäftsmodell, umso schwieriger ist es natürlich am Anfang, goldrichtig zu liegen mit der Idee. Ja. Und was würdest du sagen, sind jetzt so die häufigsten Fehler, die man während dieses Prozesses machen kann und wie kann man die vielleicht vermeiden? So? Also ein Fehler ist zum Beispiel sehr oft, dass man irgendwann
Man ist sich dieser Lean Startup-Methode bewusst, also man hat das gelernt und erfahren und auch angewandt, aber ich mache das dann nur ein, zwei Mal und dann denke ich auf einmal, ich habe da ein positives Ergebnis und danach mache ich ganz normal blind weiter. Ja. Aber die Erkenntnis dahinter ist, das Experimentieren hört nie auf. Mhm. Also Agilität, wir reden auch über agile Geschäftsmodellentwicklung. Das heißt, wenn wir also hingehen und wirklich jeder einzelne Punkte immer wieder prüfen, neue Marketingkanäle verproben, neue Partnerschaften verproben, auch sogar Mitarbeiter verproben, in Anführungszeichen, also das Team, ne, und die Balance zwischen diesen einzelnen Akteuren in meinem Team zum Beispiel. Man muss also wirklich halt immer Schritt für Schritt immer weiter iterieren und nicht immer sagen, das ist jetzt fertig, weil die Welt verändert sich auch sehr schnell. Mhm. Das ist also nicht lange der Status quo erreicht. Genau, jetzt hattest du jetzt auch schon häufiger wieder Business Model Canvas erwähnt. Wir beim Startplatz sind da ja auch großer Verfechter von. Warum würdest du sagen, ist ein Business Model Canvas sinnvoller zu benutzen als jetzt der klassische Businessplan? Mhm. Vor allem in der Erstphase habe ich das Problem, bevor ich überhaupt zur Bank gehen kann mit einem Businessplan. Mhm. Einen Businessplan brauche ich dann, wenn ich ein valides Geschäftsmodell habe. Das heißt, wenn ich genau weiß, dass es funktioniert, ich habe auch schon erste Zahlen, ich habe bezahlbare Kunden, die zahlen. Dann gibt mir jemand ja Geld. Davor, in der Anfangsphase, in der Frühphase oder auch Seed-Phase genannt, ist es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du am Anfang Geld kriegst. Mhm. Und wenn ich diesen Businessplan schreibe aber, dann verliebe ich mich in meine Idee. Ich schreibe ja Tag und Nacht 20, 30 Seiten lang an meine Idee und glaube nachher, das ist die Wahrheit. Aber der Markt ist immer anders. Also man sagt auch, kein Businessplan überlebt den ersten Kundenkontakt. Mhm. Ja? Das heißt also, ne, sobald ich eben die Realität treffe, sind die Annahmen komplett verworfen. Mhm. Und ein Canvas hilft mir halt wesentlich schneller und wesentlich kostengünstiger und effizienter zu agieren, indem ich halt wirklich mir die wichtigsten Felder anschaue. Das Ganze auch mit einem Canvas, also eine richtige Leinwand, mhm. ja, an die Wand hänge zum Beispiel oder auch Online-Software nutze und dann mit anderen Leuten zusammen kommuniziere. Mhm. Ein Canvas ist auch eine ganz gute Art der Sprache. Das heißt, wenn wir beide das Business Model Canvas kennen, dann können wir auch direkt miteinander sprechen, auch sagen, hey, was sind die Customer Segments, was ist die Value Proposition, was sind die Kundenkanäle, was sind die Key Metrics, die Hauptkennzahlen. Mhm. Also es ist ein sehr schönes Tool, um wirklich sich auch diesen Leitfaden des Validierens auch anzueignen. Ja. Canvas hilft dir wirklich sehr gut dabei, deine erste Ideen zu strukturieren, einen Plan A zu entwerfen. Ja. Und würdest du sagen, dass sich das Business Model Canvas eher für Startups eignet oder auch für kleine oder mittelständische Unternehmen? Und wenn ja, inwieweit können mittelständische Unternehmen durch Lean Startup oder Business Model Canvas innovativer werden? Mhm. Sicherlich, ja, auf jeden Fall. Also das Canvas, was das Schöne beim Canvas ist, du kannst natürlich auch bestehende Geschäftsmodelle skizzieren, ganz, ganz schnell. Du kannst Wettbewerber skizzieren und du kannst vielleicht neue Marktmodelle skizzieren. Und aus diesen drei Modellen kannst du nachher versuchen, Synergien zu finden. Amazon hat das sehr gut bewiesen. Die haben ja am Anfang nur Bücher verkauft. Ja. Und haben erkannt, eine ihrer Hauptstärken, ihre Key Resources und Activities sind wirklich diese Cloud-Services, nämlich diese schnelle Abrechnung von Büchern eben. Also online ist E-Commerce sehr, sehr einfach zu berechnen. Und so kamen die dann von dem Schritt von Buchhändler und Anbieter von Produkten zum Cloud-Anbieter, weil sie sich Stärken und Schwächen herausgearbeitet haben aus dem Canvas. Das heißt, auch für bestehende Geschäftsmodelle ist das Ganze sehr, sehr interessant. Und ich kann also nicht nur neue skizzieren, sondern ich kann auch bestehende filtrieren, also komplett neu aufbauen. Vielleicht nochmal zusammenfassend, hast du irgendwie jetzt nochmal so Best-of-Tipps zu vergeben? Irgendwie? Ja, wenn ich generell mir so Phasen anschaue, wie so Startups arbeiten, das ist am Anfang wirklich dieses Problem-Solution-Fit. Ne? Also so sagen das die Amerikaner immer, habe ein Problem, was es wert ist, gelöst zu werden und habe die passende Lösung dazu. Problem-Solution-Fit. Ja. Die nächste Stufe, die ein Startup durchgeht, ist dann irgendwann das Product-Market-Fit. Mhm. Und da schaue ich mir das gesamte Canvas an und habe ich also ein wiederholbares Geschäftsmodell gefunden, was am Markt wiederholbar gekauft wird. Also wiederholbar. Ja. Es geht darum, ein Geschäftsmodell Nachhaltigkeit ist dadurch gewährleistet, dass ich eben etwas wiederholbar mache. Und diese beiden Mechanismen zu verstehen, das ist nicht einfach und viele wechseln das sehr oft. Mhm. Also ich würde anraten, wirklich nicht zu früh zu denken, ich habe ein Produkt. Und ein Produkt ist in dem Fall das gesamte Geschäftsmodell, nämlich das Preismodell, die Ressourcen, die ich einsetzen muss, das Wertversprechen, was ich den Kunden auf den Weg gebe und kommuniziere. Das ist also ganz, ganz wesentlich, dass ich eben dieses Product-Market-Fit, dass ich da nicht so früh bin, sondern erstmal wirklich verstehe, was ich wirklich das Bedürfnis des Kunden. Ja. Und daran zu arbeiten, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit und auch eine hohe Kunst. Aber wir sehen immer wieder bei ganz vielen heute erfolgreichen Produkten, dass das eben wesentlich ist. Wenn ich das herausfinde, wie ich 10-mal besser, günstiger, schneller, effektiver sein kann als die bestehende Lösung, darum geht es ja, Innovation heißt das ja, dann kann ich nachher auch das gesamte Geschäftsmodell skizzieren und daran auch arbeiten. Aber
ne, erstmal da anfangen, bei der ersten, erstmal eine solide Lösung zu bauen und schnell zu testen mit agilen Prototypen und Methoden, das ist A und O, damit ich als Startup eben nicht so schnell mein Geld verbrannt habe. Ja. Ja, super. Dann vielen Dank für deine informativen Antworten, auch dass du dir die Zeit genommen hast, genau heute hierher zu kommen. Danke, gerne. Und weitere Inhalte zum Thema Lean Startup oder Business Model Canvas könnt ihr auch auf dem Startplatz Blog finden. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt aus Köln. Ciao. Tschüss.